Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier von der Niddertalbahn, allerdings in einer eher modernen Form der Strecke, beziehungsweise zumindest was den Fahrplan angeht und die Stationsschilder. Wie es dazu kommt und alles weitere dazu erstmal gleich. Ich würde sagen, wir steigen erstmal in unseren Zug ein, rüsten ihn auf. Wir sind hier unterwegs im Auftrag von DB Regio, im RMV Verkehrsverbund und ja. Starten mal den Fahrplan. Sind hier ganz normal im Fahrplanmodus unterwegs und drehen mal den Hauptschlüssel auf ein und geben die Türen auf der linken Seite frei. Schalten uns die PZB an und erhöhen mal die Leuchtmeldestufen. Schalten uns mal das Display hier auf dunkel soweit. Das passt auch hervorragend. Okay, dann können wir die Türen können wir gleich zumachen. Was fehlt uns noch? Die Signalleuchten auf Zugspitzensignale. Jawohl, dreimal weiß haben wir. Machen wir noch einmal ein Foto hier. So. Und nach Nicht-Einsteigen, nee, können wir das irgendwo noch ändern? Taufe starten, Grundbild. Bremsen, nee. Magnetbremse aktiv, Federspeicherbremse angelegt. Naja gut, lassen wir das so. Ich würde sagen, Türen zu. Fahrgastraumbeleuchtung können wir noch anmachen. Okay, wo ging das? Das ist das Fernlicht. Stellen Sie den Richtungsschalter auf vorwärts. Ja, das ist noch eine sehr gute Idee. Fahrtrichtungswende auf Vorwärtsstellung. Bremse lösen und wir schalten Traktion auf. Da kommt uns schon eine S-Bahn entgegen, die 423 der S-Bahn Frankfurt. Beziehungsweise der S-Bahn Rhein-Main. Ja, der moderne Fahrplan ist tatsächlich ein Ergebnis einer Mod, die mit dem Editor entstanden ist. So, befreit haben wir uns jetzt auch. Genau, ist mit dem Editor entstanden und lässt sich runterladen auf Transim Community. Da kann man dann halt eben mit modernem Rollmaterial hier rumfahren. Und ich habe leider vergessen, von wem die Mod ist, aber ich packe den Link in die Videobeschreibung natürlich. Und die Stationsschilder, die sind ja auch in dieser modernen Auffassung mit diesem dunkelblauen Hintergrund und der weißen Schrift. Das ist von meiner guten Freundin Hanna. Und zusammen passen halt die Mods total gut zusammen und die Repaint-Mods sind auch von Hanna. Und die passen dann natürlich hervorragend zueinander. Die Strecke an und für sich ist jetzt nicht in diesem Sinne aufgewertet. Die Gleise und so sind immer noch die gleichen wie vorher. Darin hat sich baulich gesehen jetzt nichts verändert. Aber ja. Aber ja. In Kombination sieht das doch irgendwie ganz hübsch aus. So jetzt ein kleinerer Nachladeleck. So, es geht leicht bergab. Und wir fahren durchs Niddertal. Niddertalbahn, Strecke von TSG. Müssen natürlich die Pfeife hier be bedienen, beziehungsweise das Horn. Das Fahrzeug von DTG. Der Maintalbahn mitgeliefert worden. Und ja, zusammen passt das doch sehr gut. Ich weiß ja ehrlicherweise nicht, was in Realität hier heutzutage unterwegs ist. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Wir waren schon lange tatsächlich nicht mehr hier auf der Maintalbahn unterwegs, ne?
Haben wir auch generell, glaube ich, insgesamt recht selten gemacht. Vollkommen zu Unrecht. Das ist hier so eine unfassbar schöne Strecke. Das merke ich ja erst jetzt wieder, wo wir schon so lange nicht mehr hier unterwegs waren. Sieht man doch erst, was das für eine unfassbar schöne Strecke ist. Die sich definitiv lohnt. So, Instrumentenbeleuchtung machen wir noch an. Können wir sonst noch irgendwas machen? Instrumentenbeleuchtung gerne noch hoch. Leuchtmeldertest. Gut, funktioniert alles. Hätten wir vielleicht vorher schon machen müssen. Magnetbremse brauchen wir nicht an dieser Stelle. Instrumentenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung. Ah, wir wollten noch die Wagenlichter anmachen. Hilfsfahrschalter. Dann vielleicht hier irgendwo rechts. Federspeicher. Scheibenwischer. Ganz kurz wieder auf die Strecke geguckt. Na, wo ist denn jetzt das Fahrgastlicht? Das Fahrgastraumlicht? Naja, es ist hell genug. Sollen sie sich mal nicht beschweren. Des Weiteren übrigens noch eine weitere Mod, die hier das BU-Signal blinkt, hervorragend. Eine weitere Mod, die hier ebenfalls auf das Fahrerlebnis mit drauf einzahlt. Das ist nämlich eine Mod, die die Geschwindigkeit von dem Leistungshebel hier verändert hat. Denn in der Vanilla-Version ist halt dieser Schalter wirklich sehr, sehr, sehr sensibel. Das heißt also, er schaltet wirklich sehr schnell sehr viel auf. Na, also kaum drückt man den einmal durch, schon ist man direkt mal 100% und mit dieser Mod kann man dann diesen Hebel etwas, ja, sanfter bedienen. Ab hier fangen die 30 an. Wir sind ein bisschen zu schnell. Ne, gar nicht, dass die. So. Ja, so, jetzt passt das. Und hier ist das Ende. Wir brauchen aber keine Leistung aufzuschalten, denn wir müssen jetzt eh hier vorne anhalten. Hier nämlich in Gronau. So, leicht zu spät, ein paar Sekündchen. Naja. Ich kann mal ganz kurz hier in den Fahrgastraum mal reingucken. So sieht es hier drin aus. Da machen schnell wieder die Tür zu. Können wir hier das Licht vielleicht anmachen im Fahrgastraum? Nope. Hier vielleicht. Naja, nicht so wichtig. Kümmern wir uns lieber darum, dass wir pünktlich sind. Ich glaube, da sind die Fahrgäste eher froh drum als irgendwelche Wagenlichter. Ich glaube, hier lässt sich sonst nichts großartig bedienen. Nee. Die Knöpfe lassen sich allerdings immerhin drücken. Das ist ja schon mal was. Ja. So, eigentlich sollten wir in 15 Sekunden in Niederdorf-Fellen sein. Das halte ich für etwas unrealistisch, aber wir schalten mal komplett Leistung auf 100%. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob das BU-Signal geblinkt hat oder nicht. Ich hoffe, es hat geblinkt. Wenn nicht, dann ist jetzt schlecht. Schön, hier eine Trauerweide. Ja doch, blinkt. Passt soweit.
So, das bestätigen wir natürlich. BÜ-Signal blinkt hervorragend. So, ab hier gilt Langsamfahrt. Und wir haben ein haltzeigendes Signal vor uns. Wir müssten jetzt gleich hier rechts fahren. Ich weiß nicht, ob wir auf den Gegenzug warten müssen, denn unser Signal zeigt ja Halt. Hier noch schön das, wie nennt man das? Das Spannwerk. Huch. Okay, also irgendwas ist hier ordentlich schief gelaufen. Jetzt ist halt schwierig bei solchen Dingen, davon muss ich mal ein Foto machen. Jetzt ist halt schwierig bei solchen Dingen zu sagen, ob es an der ob es jetzt an DTG liegt, beziehungsweise an TSG. Das glaube ich nämlich nicht. Oh, wir hätten die Tür ruhig noch auflassen können. Ja, machen wir die Tür wieder auf. Oder ob das jetzt mit irgendeiner Mod zu tun hat, denn es sind hier einige Mods, die jetzt hier greifen. Von daher ist es dann immer schwierig, an dieser Stelle zu sagen, was genau der Ursprung jetzt dessen war. Ob das jetzt praktisch vom Game selbst aus dieser kleine Fehler da entstanden ist oder ob das halt irgendwelche anderen Zusammenhänge sind, die da greifen. Ist halt beides möglich, ne? Sehr, sehr schön. Hier TSP. Steht natürlich für Trains in Play. Selbstverständlich. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, der ursprüngliche Gedanke dahinter war Trains in Post. So, der Gegenzug ist da. Und wir fahren ab. Okay, ja, wir fahren ein bisschen zu früh ab, aber wir wollen ja auch keine Verspätung gleich haben. Da ist das auch passiert jetzt mit den Fahrgästen. Aha. Und jetzt rennen die anderen alle los. Interessant auf jeden Fall. Die Fahrgäste in TSW immer wieder, immer und immer wieder absolut witzig. Ehrlicherweise hoffe ich ja, dass die TG niemals die Fahrgäste fixt, dass die immer so ein bisschen dumm bleiben, weil eigentlich finde ich es schon ziemlich witzig. Muss ich ehrlich zugeben. So, hier wird Tennis gespielt, heute mal nicht allerdings. Und dann einmal hoch auf die 60, bis wir dann da gleich anhalten müssen in Oberdorf-Velden. Niederdorf-Velden und Oberdorf-Velden. So, BÜ-Signal hat nicht geblinkt.
schön mit den Kirschbäumen. Okay, das BI-Signal blinkt. Das heißt also, der Bahnübergang ist gesichert. Und wir halten an. Müssen jetzt gleich auch die Türen wieder zumachen und direkt abfahren. Kilianstetten in 1,4 Kilometern. Da ist jetzt keine Zeit eingetragen, wann wir da sind. Das hat jetzt halt eben mit der Mod zu tun, dass da vielleicht nicht alles zu 100% bisher perfekt ist, dass da jetzt vielleicht eine Ankunftszeit fehlt an dieser Stelle. Hatten wir da ja Ankunftszeiten gehabt. Ja, also das ist dann definitiv der Mod geschuldet, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm, ehrlicherweise. Für das, was wir jetzt machen können, dass wir wirklich mit modernem KI-Verkehr hier einfach unterwegs sein können, also einfach ein neuer Fahrplan geliefert wurde, kostenlos, natürlich nur für den PC, bevor jemand fragt, ob das für die PlayStation oder für die Xbox geht. Nein, geht es natürlich nicht, sondern nur für den PC. Bisschen zu schnell. Bisschen zu viel abgebremst. Ich war nämlich nur auf der Suche. Nach der Pfeife, wo ist die denn eigentlich? Naja. Tüllmann. Eine wirklich unfassbar schöne Strecke, oder? Also wer diese Strecke nicht besitzt, der hat wirklich was verpasst, ganz ehrlich. Da freut man sich auf jeden Fall schon sehr auf das nächste Produkt aus dem Hause TSG. Was, glaube ich, die Baureihe jetzt vor 18 sein wird. Vermute ich jetzt einfach mal, dass das nächste sein wird, was von denen kommt. Von TSG. Also wurde auf jeden Fall schon mal so angedeutet, dass es das sein könnte. Sehr schön. Toll. Wirklich toll. Türen zu. Und auf geht's. Büdesheim in Oberhessen ist unser nächster Halt. Auch da wissen wir jetzt nicht ganz genau wann, weil da halt eben jetzt nicht eingetragen ist, wann wir da sein sollen, aber ist halt nicht weiter schlimm. Wie gesagt, es ist halt eben die erste Mod,
das erste Mal, dass die Leute jetzt, nachdem sie den Editor haben, solche Mods erstellen. Da kann es auch durchaus sein, dass nicht alles 100% perfekt ist. Man muss halt auch bedenken, der Editor ist jetzt auch noch nicht seit Jahren draußen, wie im Train Simulator oder so, dass man da genug Zeit hätte, schon alles sich aus dem Ärmel schütteln zu können, weil man schon so vertraut ist mit dem Editor, sondern da sind eben viele Dinge, die man zum allerersten Mal macht und wenn man das beim nächsten Mal den Fahrplan erstellt, dann weiß man schon so viel mehr als beim ersten Mal. Also da muss man echt mal auch mal ein Auge zudrücken bei solchen Sachen, wenn dann hier keine Ankunftszeit eingetragen wäre. Anders wäre es, wenn das jetzt wenn das jetzt Vanilla so wäre, ne? Also wenn das jetzt von DTG oder TSG so wäre, dass hier jetzt einfach die Ankunftszeit fehlen würde, dann ist die Kritik durchaus sehr berechtigt, weil es ja ein Produkt ist, für das man am Ende gezahlt hat. Aber das ist ja etwas, was ja jemand einfach in seiner Freizeit, seiner oder ihrer Freizeit komplett ohne jeglichen finanziellen Nutzen für sich selbst gemacht hat und kostenlos zur Verfügung stellt. Ne? Also da muss man halt echt schon dann überlegen, welchen Maßstab man da ansetzt. So, das müssen wir bestätigen. Aber unser Streckenmonitor sagt, dass soweit alles easy ist. Müssen jetzt mal nur auf die 40 runter. Ja, bisschen zu spät, aber passt. Und dann halten wir jetzt in Büdesheim an. Aha, wir nehmen das Gleis. Interessant. So, ich wollte mal hier diese Markierung wegnehmen. Steuerung 6 ist die Markierung auf dem Boden. Ich vergesse mal, welcher Shortcut das ist. Mal ist es halt eben der eine, mal ist es der andere. Aber wir sehen, wir sind mehr oder weniger pünktlich angekommen. So, liebe Fahrgäste, ich kann jetzt nicht für Sie alle warten. Sie müssten, wenn dann, schon ein bisschen schneller gehen. Ja, hier kann man toll Trainspotten, oder? Hier ist halt noch nicht viel los. Schön auch, wie die Schranken aufgehen, die Autos losfahren. Toll. Genau so muss das sein. Dürfen nur 40 fahren. Ich dachte, wir dürfen 60 fahren. Einmal wieder runtergebremst. Das ist natürlich nicht so gut. Wir sollten die Streckenhöchstgeschwindigkeit idealerweise respektieren. Also es ist immer der Wahnsinn, wie weitläufig übrigens hier auf der Niddertalbahn ausdekoriert ist. Da kann man ja kilometerweit gucken und da stehen noch Häuser. Wir haben auch überall dieses Ambiente mit Vögeln und allem Möglichen. Das ist wirklich verdammt gut.
hier überall noch diese Strommasten, noch in ganz weiter Entfernung. Toll. So, Windeckenkreis Hanau. Wieder zurück zu unserem Zug. Stellt sich die Frage, wie man das nicht einsteigenden da wegbekommt. Mal hier ganz kurz geguckt, ob es hier irgendwas gibt. Ne, Bremsprobe wollen wir nicht starten. B und B. Traktion, Motor, Klima, Licht, Bord, SPG, V-Anzeige, Sifa-Test. Was ist denn Bord, SPG? Geht nicht. V-Anzeige geht auch nicht. Traktion. Naja, gut, dann ist das halt so. Dann gehen wir aber lieber wieder in die Bremsansicht. Dann wissen wir auch, was unsere Bremsen machen. So, langsam Fahrt zu erwarten und dann müssen wir gleich auch anhalten. Hier in Windecken. Und wir halten mal hier vorne an, sodass unsere Fahrgäste komfortabel einsteigen können. Ja, 2 Minuten zu spät. Ja, also die haben so ein leichtes Problem mit dem Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigskante, aber es geht. Auch hier sehr, sehr schön, wie dieser Vorplatz ausgestaltet ist. Mit Ampeln, mit entsprechenden Bäumen, sogar mit so einer Halteanforderung, wo noch Drücken drauf steht. Also wirklich, der Detailgrad dieser Strecke ist unübertroffen. Hier hört man sogar das Geräusch von irgendeiner Kantine oder so. Verrückt. So, wir schauen, dass wir nicht schneller als 40 fahren. Hellenbergen, Windecken hätten wir jetzt schon vor 1,5 Minuten da sein sollen. Und wir haben heiße erwarten. Da vorne kommen wieder die elektrifizierten Gleise. Mal schauen, ob wir da auf irgendeinen Zug treffen. Thank you.
Dostos haben wir da. Wie gesagt, moderner Fahrplan. Im ursprünglichen Fahrplan könnte man dort die N-Wagen sehen, die Mintlinge. Und hier ist der Gegenzug. Na, ein bisschen weit vorne gehalten, aber das ist okay. So, der Gegenzug ist abgefahren. Und das passt eigentlich tatsächlich von der Uhrzeit ganz gut. Was schiebt hinten dran? Nach 112. Die RB 49 nach Heldenbergen. Aber schön auf jeden Fall, dass hier dann die Zugzielanzeige geklappt hat. Wie sieht's hier aus? Da steht Frankfurt am Main drauf. Interessant, dass es halt nur bei unserem Zug da nicht funktioniert. Aber warum? RB 34 nach Frankfurt am Main. Ne, von Frankfurt nach Stockheim. Weiß ich nicht. Denn es gibt ja keine Möglichkeit, dass. Ah, doch, Moment mal, ich bin ja komplett von Blindheit geschlagen. Ihr werdet sicherlich die Hände über den Kopf schlagen und sagen: Ach, Trains in Play, mal wieder so blind. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, okay. Also, wir fahren nach Stockheim. Genau. Frankfurt, Bad Vilbel, Gronau. Stockheim. Jetzt haben wir kurz auf die Signale geguckt und auf die Geschwindigkeit. Ja, Stockheim. So, ja. Also, pardon, meinerseits. Dann hier nochmal gucken. Also, hier tatsächlich mit. Und im Rollmaterial, die Dostos sind auch schon weg. Kommt was aus der anderen Richtung vielleicht angefahren? Nee, leider gerade nicht. Und wir sind zu schnell. Wir dürfen 60 fahren. Und halten erst in 3 Kilometern wieder. Das ist ordentlich Weg bis dahin. So, 60 sind eher rechts. Und wir stellen uns mal für das Kameragefuchtel hier vorne hin. Das ist ja auch die Stelle, glaube ich, wo die ein oder anderen Easter Eggs auch mal gefunden worden sind vor langer, langer Zeit. Müsste, glaube ich, dieser Waldabschnitt sein. Irgendwie. Ja, doch, ich glaube, ich habe es wieder gefunden. Genau. Hier vorne diese kleine Widmung der Strecke, das Team.
wieder eine Pfeiftafel. Ich frage mich immer noch, wo eigentlich die Pfeife ist. Ist die irgendwo hier vorne? Nee. Die muss hier. Achso, die ist hier unten. Nee. Ach, sehr schön hier so. Eher so eine Art Sumpfgebiet dargestellt. Oh. Ja. Ja, die Außenkamera war's. Immerhin an einem sehr schönen Standort, muss man schon zugeben, oder? So, aber was war denn eigentlich das Problem jetzt? Was musste man denn da überhaupt bestätigen? Da bin ich, glaube ich, schon mal. An dieser Stelle habe ich, glaube ich, schon mal eine Zwangse bekommen. Ich erinnere mich, aber ich weiß, glaube ich, immer noch nicht so genau, wofür. Na, muss ich mir mal... Na, ich wollte gerade sagen, muss ich mir noch mal im Video dann angucken, aber das kann ich ja gar nicht, weil ich in der Außenkamera war. Naja. Et kütt wird kütt, ne? So sagt man bei uns in Gölle. Ich komme nicht aus Köln. Wollte ich nur an dieser Stelle anmerken. Ja, wir könnten eigentlich schneller fahren, aber wir sind ja restringiert, weil wir noch die 1000 Hertz Beeinflussung haben. So, bringt jetzt aber nichts, weil wir jetzt anhalten müssen. Hier in Eichen. Man kennt's, Eichen musst du weichen, Buchen musst du suchen. Jetzt sind wir natürlich ordentlich zu spät, gar keine Frage. Ja, 2,5 Minuten. Hier nochmal in Eichen geguckt. So, Türen zu. Hier noch ein Fußballplatz. Noch einer. Ja. Sehr, sehr idyllisch. Ich war tatsächlich selbst noch nie... Oh. Uah. Wer hat denn die Fahrtrichtung in Rückwärtsstellung gesetzt? Unsere Fahrt war jetzt beinahe vorbei. Auf die 60 hoch. Also ich finde es auf jeden Fall, das ist eine sehr schöne Abwechslung, dass die Nüddertalbahn jetzt auch mal hier mit modernem Rollmaterial befahren werden kann. Ja, mit der 628 macht es auch sehr viel Spaß. Die ist auch toll. Aber jetzt hier auch mit eher moderneren Dieselfahrzeugen unterwegs zu sein, ist auch schön. Und danach hier auch modernen KI-Verkehr zu sehen, ne? Wir haben die Dostos gesehen. Fernverkehr ist hier sicherlich auch in irgendeiner Form unterwegs auf den Hauptstrecken. Da weiß ich aber nicht genau, was für ein Rollmaterial. Aber auch auf jeden Fall wirklich schön. Also vermutlich die 101, die wird es wohl sein. Ich weiß nicht, ob ICEs auch dann unterwegs sind. Möglich? Ich kenne mich halt in Realität nicht wirklich aus mit dieser Strecke. Weil ich in dem Gebiet tatsächlich noch nie war. Also jetzt hier im ländlicheren Teil.
in Frankfurt wohl schon mal in der Gegend, ne? Aber halt eben nicht in dieser Gegend hier im Niddertal. Aber ehrlicherweise bei dem Anblick muss man schon sagen, müsste man mal hin, ne? So schön wie das aussieht. Eingleisiger Bahnsteig. Ich weiß nicht, ist das dann überhaupt noch ein Haltepunkt? Ja, oder? Oder gibt es eine noch niedrigere Kategorie als Haltepunkt, frage ich mich. So, wir halten an in Altenstadt Höchst. Sehr schön, die Wäsche, die auch, glaube ich, schon aus dem Train Simulator ist. Hier toll, eine große. Ist das eine Nordmann-Tanne? Ich glaube schon. Die sind aber schnell unterwegs. Eieiei. Ist das eine Autobahn? Nee, das glaube ich nicht. Aber schaut euch das mal an, wie die hier durchpacen. Oder sieht das nur so aus? Eine Landstraße vermutlich, oder? Gut, da kann man ja schon mal 100 km/h fahren. Das ist ja durchaus möglich. Ist ja im Vergleich zu unseren Geschwindigkeiten, die wir hier mit dem Zug fahren, ordentlich was. Er war sogar so schnell unterwegs, dass er etwas abgehoben ist. Gibt's hier da? Das sieht aus wie eine Geschwindigkeitstafel. Aber 80. Na gut. Das bestätigen wir. Da müssen wir noch nicht halten, sondern erst am Ende des Bahnsteigs von Altenstadt ist das haltzeigende Signal. Ab hier haben wir auf jeden Fall Langsamfahrt. Allerdings bleibt das hart bei 60. Okay. Wir nehmen hier vorne den Bahnsteig. Interessant.
dachte gedacht, dass wir vielleicht hier den nehmen. Aber ja gut, okay, wir müssen wohl auf den Gegenzug warten, ne? Halten an. Ah, wobei. Bahnübergang ist auf jeden Fall noch oben. Jetzt senkt er sich. Und was mit dem Signal? Okay, das geht für uns auf Fahrt. Hervorragend. Ich dachte tatsächlich, dass wir den Gegenzug abwarten müssen. Aber das müssen wir nicht. Ausfahrt mit 40. Gut, dann hätten wir auch genauso gut den Bahnsteig nehmen können, ne? Aber gut. Ja, das vierte ist. Sehr schönes Bahnhofsgebäude übrigens. Wir dürfen 60 fahren. Nächster Halt ist Lindheim. Oh, größerer Leck. Ich werde jetzt die Pfeife bzw. das Makro jetzt nicht mehr so exzessiv bemühen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen nervig für die Leute, die vielleicht mit Kopfhörer zuhören oder sich sowas dann abends angucken. Soll ja sogar Leute geben, die sich das angucken zum Einschlafen. Da lasse ich jetzt mal das Makrofonieren an dieser Stelle aus für die restlichen P-Tafeln. Ich glaube, da, also ist zwar dann nicht mehr so ganz realistisch, aber das wird die einen oder anderen dann doch freuen. Was haben wir hier eigentlich? Ja, Außenkamera, jetzt haben wir wieder. Okay, ein paar Schachteln, Kisten, was auch immer. Ja. Okay. So ein paar Bauernhäuser. Oder Scheunen. Ja, wenn ich jetzt nur wüsste, was das hier eigentlich darstellen soll. Nee, weiß ich nicht. Wirklich. So, dann sind wir jetzt gleich in Lindheim. BÜ-Signal blinkt. Und wir halten an. Das ist, glaube ich, der Bahnsteig, wo man an diesem Baum hier hochklettern kann, ne? Ja, genau. Hier kann man dann diese Leiter hochklettern und kann sich dann hier hinsetzen und die Züge vom Baum aus betrachten.
So, Glauberg, nächster Halt. Tja, lieber Autofahrer, fahrt lieber Zug. Na? So, wir bleiben aber lieber hier bei unserem Zug, bevor die nächste Zwangsbremsung kommt. Okay, nach Glaubeck müssen wir noch irgendwo ankuppeln. Interessant. Ah, guck mal, aber hier sind auf jeden Fall die Ankunftszeiten eingetragen. Doch, ja. Tatsächlich. Hier eine Pfeiftafel. Aber warum müssen wir denn in Glaubeck noch ankuppeln? Da endet ja eigentlich unsere Fahrt. Oder? Ja doch, eigentlich schon. Na, schauen wir mal, was da sich der Fahrplanersteller auch dabei gedacht hat. Einfach schön. Huch. Ganz kurz unter der Erde gewesen. Sind zu schnell. Ein paar Heuballen aufgestellt. Die Autos dürfen anscheinend 50 fahren, auch 60, glaube ich, fahren. BU-Signal blinkt. Ja, noch vorbei an der Industrie, an Jäger, Meister, Fenster. Oh nein, hier müssen wir anhalten. Uiuiui. Ey, das ist aber ein. Das war. Sorry, das war ja wirklich ein verdammt guter Halt. Ja, kann man sich nicht beschweren. Und was nun? Müssen wir jetzt in Stockheim noch irgendwo ankuppeln? Bin ich jetzt mal gespannt. Anscheinend. Okay. Na dann. Bahnübergang ist gesichert. Schön auch wirklich mit diesem RMV-Branding, dem Verkehrsverbund Rhein-Main. Hier wieder eine Pfeiftafel. Und das Formsignal kündigt uns einen Halt an. Ja, der Halt dann definitiv in Stockheim, gar keine Frage.
lassen mal rollen. Da ist auch keine Zeit mehr eingetragen für Stockholm. Schalten wir noch mal ein bisschen Leistung auf. Wir dürfen ja 85 theoretisch fahren, laut PZB. Ah ne, da ist ein haltzeigendes Signal. Das ist ja vor dem Bahnhof von Stockholm. Was macht das denn da? Nanu? Stellwerk kontaktiert. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Okay. Aber gut, wir müssen ja nicht auf irgendeine Art Gegenzug oder sowas warten, weil wohl kaum wird ja jemand uns jetzt irgendwie entgegenkommen, weil wie und wo denn auch, der kann ja nicht auf unserem Gleis stehen. Das ist ja unmöglich, weil wir sind hier eingleisig unterwegs. Okay, also Moment, nochmal hier. Ich mache das mal über das Telefon. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Okay. Dann fahren wir mal mit Befehl 40 drüber. Bin ich gespannt, ob das klappen wird oder ob uns der TSW jetzt rausschmeißt. Ja, hat aufgeleuchtet, ihr habt es gerade gesehen. Und sobald das aufleuchtet, heißt das, das wurde geschluckt, das hat funktioniert. Ja gut, dann ist ja alles gut. Wir werden uns natürlich jetzt nicht mehr befreien. Und auch nicht pfeifen. Und hier sind wir dann in Stockholm. Mal ein letztes Foto für heute von Stockholm. Ja, das passt schon. Und dann sollen wir da an die Wagen ankuppeln. Interessant. Müssen wir dafür irgendwie was öffnen? Ne, die Kupplung. Wir können einfach kuppeln, würde ich sagen. Ist ja eine Scharfenbergkupplung. Ich glaube auch nicht, dass wir extra irgendwie was drücken müssen zum Kuppeln. Ja, also wüsste ich jetzt nicht. Oder? Nur mal ganz kurz geguckt. Nee. Nö. Dann können wir einfach kuppeln. Machen wir dann mal.
Okay. Das hat nicht geklappt, oder was? So. Doch, hat geklappt. Okay, er kennt zwar der TSW aus irgendwelchen Gründen nicht an, aber wie gesagt, das kann auch halt eben mit diesem Fahrplan als Mod zusammenhängen. Wie dem auch sei, wir haben die Fahrt jetzt hinter uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.